Heute ist der 29. Januar 2013 ein großer Tag für Shooter-Fans, denn heute ging die Crysis 3 Mehrspieler-Beta online und Peter neben mir hier hat sie schon gespielt. Ja, allerdings ein bisschen ganz schön intensiv und mal schauen, was ich dazu sagen kann. Da bin ich mal gespannt. Video ab, würde ich sagen. Da es sich ja erstmal nur in Anführungszeichen um eine Beta handelt, dürfte ja noch nicht alles vom fertigen Spiel drin sein. Was kann ich denn jetzt schon so antesten in der Beta? Es ist wirklich nur eine kleine Kostprobe. Also es sind zwei Maps dabei und zwei Modi. Der eine ist Crashside, den gab es schon im Vorgänger, und jetzt den neuen Hunter-Modus. Neu interessiert mich natürlich viel mehr, deswegen möchte ich wissen, wie funktioniert der Hunter-Modus überhaupt? Das ist ja eine interessante Idee, steckt dahinter, denn das ist ein asynchrones Gameplay. Du hast also zwei Teams und die einen starten als Hunter. Das sind eben diese typischen Nano-Suit-Träger, die können sich unsichtbar machen, beziehungsweise sind die ganze Zeit unsichtbar und sind nur mit dem Bogen ausgerüstet. Der ist allerdings sehr stark, weil mit einem Treffer ist der Gegner tot. Und die anderen sind ganz normale Soldaten und die müssen eigentlich nur 2 Minuten lang überleben. Klingt jetzt nicht so schwer, aber wenn du da so einen Nano-Suit-Träger hast, der ist sehr übermächtig da. Ist denn da die maximale Spielerzahl dann bei dem Modus? Also wie viele Leute können Hunter, wie viele können Soldaten spielen? Es sind ja 16 Spieler insgesamt und das ändert sich ja mit jedem. Immer wenn ein Soldat erledigt wird, dann wird er zum Hunter. Ach so. Ja. Der Modus an sich ist ziemlich cool eigentlich. Ich finde ihn besonders schön, wenn man eben gerade nicht den Hunter spielt, sondern hier als Weichei da rumeiert und jede Ecke anguckt. Oh mein Gott, wo ist dieser unsichtbare Gegner? Auch diese Soundeffekte und die Musik da ist da sehr schön. Allerdings, was mich ein bisschen stört, ist, dass man keine so richtige Aufgabe hat, kein Ziel. Es geht wirklich nur ums Überleben und die Matches sind nach 2 Minuten natürlich auch sehr schnell vorbei. Also man ist so ein bisschen der gejagte Hase im Wald, ne? Und die Jäger kommen hinter einem her. Also ich habe eigentlich beim Spielen immer nur rechts, links geguckt und war sehr hektisch. Ja, aber man kann die Hunter natürlich auch trotzdem erledigen. Da gibt es diese Granaten, die ein Kraftfeld aufbauen und wenn die Leute da durchlaufen, die unsichtbaren, werden sie sichtbar und dann kann man sie natürlich abschießen. Was die Maps angeht, wie ist da so der Eindruck bisher? Das ist wohl jetzt, denke ich mal, die eine Map und das gerade eben im Wald war die andere. Genau, das ist hier Airport und die andere ist Museum. Die sehen sehr schön aus, also das ist wirklich ganz wunderbar, das Leveldesign von der Art, wie sie diese Vegetation dahingestellt haben. Also das New York, man sieht eben richtig an, das ist jetzt dreckig und schon ein paar Jahre da vor sich hin vegetiert. Zum Spielerischen, die Maps sind eigentlich guter Standard, recht weitläufig. Könnten ein bisschen mehr vertikales Gameplay bieten, aber kann man schon spielen. Und wenn ich mir so die Fortbewegung auf den Karten ansehe oder das generelle, so die Geschwindigkeit vom Ganzen, wie vergleicht man das so mit Battlefield oder mit Call of Duty? Ist da viel anders jetzt so für Mehrspielerfans oder läuft alles ähnlich ab? Es hat schon einige den Anstrich eines Call of Duty, aber wie schon im zweiten Teil ist eben diese Mobilität halt ganz wichtig, indem du dich eben Abhänge hochziehst, schnell rumrennst, unter Hindernissen durchhechtest, das macht schon einen Unterschied. Es ist halt nicht ganz so griffig wie so ein Call of Duty und ich finde ja auch, den Crysis spielt man nicht unbedingt wegen dem Multiplayer. Wenn man es aber jetzt eben doch wegen dem Multiplayer spielt und Crashside spielt, was erwartet einen dann? Ja, da geht es um diese Pods, die da rumstehen. Ein Alien-Raumschiff fliegt über die Map und wirft immer zu so einem kleinen Pod ab. Und das ist eigentlich die Domination. Du musst eben die Umgebung, dieses Ziel halten für eine gewisse Zeit und kriegst dann Punkte dadurch. Logischerweise der Gegner wird das verhindern. Und der Überraschungseffekt ist eben der, dass man nie weiß, wo genau das Raumschiff gerade so einen Pod runterschmeißt, genau. Oder? So ist es. Ja, natürlich sammelt man auch Erfahrung in den ganzen Matches. Levelaufstiege, das ist ja schon Standard im Multiplayer-Shooter-Bereich. Das macht einen guten Eindruck. Man schaltet ziemlich viel frei. Ab Stufe 6 hat man dann auch die Möglichkeit, seinen eigenen Charakter zu bauen und die Ausrüstung zu customizen. Habe ich noch nicht viel davon gesehen, aber ähnlich wie in Crysis 2 gibt es da doch einige Optionen. Das sieht gut aus. Apropos Crysis 2, also bisher finde ich, jetzt klingt das alles noch nicht so besonders innovativ und neu. Hat sich denn wirklich was Relevantes verändert im Gegensatz zum Vorgänger? Also, sie haben halt viele kleine Sachen gemacht. Einerseits ist die Beta jetzt schon deutlich besser als bei Crysis 2, in dem Sinne, dass einfach die Verbindung besser ist. Was man hier noch sieht, es gibt so ein Highlight-Reel.
nach jedem Match kriegst du deine besten 10 angezeigt. Das ist ganz nett, aber auch nichts Spektakuläres. Der neue Modus ist halt das große Kaufargument. Kaufargument für mich bei Crytek-Spielen unter anderem die Technik. Was ist diesmal so los auf dem PC? Ja, also ich finde ja, das ist eigentlich super. Kann mich jetzt nicht die ganzen Fan-Beschwerden im Vorfeld schon verstehen. Sieht fantastisch aus, die ganze Vegetation sieht vor allem super aus, also die Gräser, Lensflare-Effekte, Partikeleffekte. Das wird ein optischer Hit. Und ich merke auch, der Verwischeffekt aus dem Vorgänger ist nicht mehr ganz so schlimm drin, ne? Ja, den habe ich abgeschaltet für das Video. Ja, zu Recht. Der war furchtbar. So, das war's erstmal mit unseren Crysis 3 Mehrspieler-Beta-Eindrücken. Aber natürlich werden wir euch in den nächsten Tagen auf dem Laufenden halten, was Peter so alles online erlebt und was auch noch so die Hardware-Anforderungen und so weiter alles angeht. Bleibt dran, weil wir werden noch viel über Crysis 3 berichten in Video- und in Textform.